Zweites Seeabenteuer. Im Jahr 1966 schiffte ich mich zu Portsmouth auf einem englischen Kriegsschiffe erster Ordnung mit 100 Kanonen und 1400 Mann nach Nordamerika ein. Ich könnte hier zwar erst noch allerlei, was mir in England begegnet ist, erzählen, ich verspare es aber auf ein anderes Mal. Eins jedoch, welches mir überaus artig vorkam, will ich nur noch im Vorbeigehen mitnehmen. Ich hatte das Vergnügen, den König mit großen Pompeien in seinem Staatswagen nach dem Parlament fahren zu sehen. Ein Kutscher mit einem ungemein respektablen Barte, worein das englische Wappen sehr sauber geschnitten war, saß gravitätisch auf dem Bocke und klatschte mit seiner Peitsche ein ebenso deutliches als künstliches Georg Rex. Anlangend unserer Seereise, so begegnete uns nichts Merkwürdiges, bis wir ungefähr nach 300 Meilen von dem St.-Lorenz-Flusse entfernt waren. Hier stieß das Schiff mit erstaunlicher Gewalt gegen etwas, das uns wie ein Fels vorkam. Gleichwohl konnten wir, als wir das Senkblei auswarfen, mit 500 Klaftern noch keinen Grund finden. Was diesen Vorfall noch wunderbarer und beinahe unbegreiflich machte, war, dass wir unser Steuerruder verloren, das Bugspriet mitten in zwei brachen und alle unsere Masten von oben bis unten aus zersplitterten, wovon auch zwei über Bord stoben. Ein armer Teufel, welcher gerade oben das Hauptsegel beilegte, flog wenigstens 3 Meilen weit vom Schiffe weg, ehe er zu Wasser fiel. Allein er rettete noch dadurch glücklich sein Leben, dass er, während er in der Luft flog, den Schwanz einer Rohrgans ergriff, welcher nicht nur seinen Sturz in das Wasser milderte, sondern ihm auch Gelegenheit gab, auf ihrem Rücken oder vielmehr zwischen Hals und Fittichen so lang nachzuschwimmen, bis er endlich an Bord genommen werden konnte. Ein anderer Beweis von der Gewalt des Stoßes war dieser, dass alles Volk zwischen den Verdecken empor gegen die Kopfdecke geschnellt ward. Mein Kopf war dadurch ganz in den Magen hineingepufft und es dauerte wohl einige Monate, ehe er seine natürliche Stellung wiederbekam. Noch befanden wir uns insgesamt in einem Zustande des Erstaunens und einer allgemein unbeschreiblichen Verwirrung, als sich auf einmal alles durch Erscheinung eines großen Walfisches aufklärte, welcher an der Oberfläche des Wassers sich sömmernd eingeschlafen war. Dies Ungeheuer war so übel damit zufrieden, dass wir es mit unserem Schiffe gestört hatten, dass es nicht nur mit seinem Schwanz die Galerie und einen Teil des Oberlofs anschlug, sondern auch zu gleicher Zeit den Hauptanker, welcher wie gewöhnlich am Steuer aufgewunden war, zwischen seine Zähne packte und wenigstens 60 Meilen weit, 6 Meilen auf eine Stunde gerechnet, mit unserem Schiffe davon eilte. Gott weiß, wohin wir gezogen sein würden, wenn nicht noch glücklicherweise das Ankertau zerrissen wäre, wodurch der Walfisch unser Schiff, wir aber auch zugleich unseren Anker verloren. Als wir aber 6 Monate hierauf wieder nach Europa zurücksegelten, so fanden wir eben denselben Walfisch in einer Entfernung weniger Meilen von eben der Stelle tot auf dem Wasser schwimmen. Und er maß ungelogen die Länge nach wenigstens 1/2 Meile. Da wir nun von so einem ungeheuren Tiere nur wenig an Bord nehmen konnten, so setzten wir unsere Boote aus, schnitten ihm mit großer Mühe den Kopf ab und fanden zu unserer großen Freude nicht nur unseren Anker, sondern auch über 40 Klafter Tau, welches auf der linken Seite seines Rachens in einem hohlen Zahn steckte. Dies war der einzige besondere Umstand, der sich auf dieser Reise zutrug. Doch halt, eine Fatalität hätte ich beinahe vergessen. Als nämlich das erste Mal der Walfisch mit dem Schiffe davon schwamm, so bekam das Schiff einen Leck. Und das Wasser drang so heftig herein, dass all unsere Pumpen uns keine 1/2 Stunde vor dem Sinken hätten bewahren können. Zum guten Glücke entdeckte ich das Unheil zuerst. Es war ein großes Loch, ungefähr 1 Fuß im Durchmesser. Auf allerlei Weise versuchte ich es, das Loch zu verstopfen, allein umsonst. Endlich rettete ich dieses schöne Schiff und all seine zahlreiche Mannschaft durch den glücklichsten Einfall von der Welt. Ob das Loch gleich so groß war, so füllte ich es dennoch mit meinem Liebwertesten aus, ohne meine Beinkleider abzuziehen. Und ich würde ausgelanget haben, wenn auch die Öffnung noch viel größer gewesen wäre. Sie werden sich darüber nicht wundern, meine Herren, wenn ich Ihnen sage, dass ich auf beiden Seiten von holländischen, wenigstens westfälischen Vorfahren abstammte. Meine Situation, solange ich auf der Brille saß, war zwar ein wenig kühl, indessen ward ich doch bald durch die Kunst des Zimmermannes erlöst.